Aber man konnte den auch immer wieder neu umsetzen, aber ich weiß, dass er schon von Anfang an da war. Gut, ich hab das Spiel vor Ewigkeiten mal angefangen gehabt und jetzt, als ich bei dir gesehen habe, dachte ich, ach Mensch, machst du die letzte Jahreszeit noch zu Ende, aber ich war damals halt unsagbar genervt von dem Spiel. Warte mal, schauen wir mal, wie viel Holz wir inzwischen haben. Wieso denn, weil es immer wieder das gleiche ist, so Routinearbeit? Ja, die Musik ist erstmal Belästigung für die Ohren. Ja, da hast du recht. Also anfangs ging es noch, aber später habe ich mir auch gesagt, boah, ich muss jetzt mal erstmal das Headset leiser schalten, weil mir die Musik einfach so auf den Geist geht. Ja. Weil du hörst sie einfach immer und immer wieder. Genau wie hier auch, du hörst sie jetzt wahrscheinlich gar nicht. Nein. Hast du ein Glück? Ich glaube, es gibt aber eine Möglichkeit, wie man bei so einer Bildschirmübertragung auch die Musik hören kann, aber stört mich jetzt auch nicht so. Vielleicht ist es sogar ganz gut, wie du schon sagst. 66 Holz schon, geht gut los. Also von 100, die wir brauchen, hat er gesagt. Kann ich ernten schon? Ja, ich kann ernten. Hast du vielleicht pro Holzflock 4 Stück? Das... Wenn du das sagst. Nee, ich weiß es nicht, ich frage dich. Hab ich jetzt auch nicht mitgezählt, ich habe einfach nur drauf losgehackt. Aber können wir gleich mal testen. Vielleicht war es nicht die cleverste Idee, das Feld so weit hinten anzubauen. Ich musste mal so weit laufen zur Lagerbox. Ja. Bis ich irgendwann das Pferd habe. Das Pferd hat ja Satteltaschen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wann du das hier bekommst. Im letzten Teil hat es ja Ewigkeiten gedauert, bis man das erstmal bekommen hat. Ist ja auch von Teil zu Teil unterschiedlich. Ja. Ich finde es immer gut, dass man das Pferd nicht füttern braucht. Macht zwar eigentlich keinen Sinn, aber es wäre auch nur weitere Arbeit. Mhm. Aber was du vorhin meintest, dass es ein bisschen überflüssig ist mit den Mädchenspielen, ich finde es schon recht lustig, weil erstmal das Haus verändert sich, alles ist pink. Okay, ja, also, schön. Es gibt viele Frauen, die mögen die Mädchenfassung nicht, weil die einfach viel zu schwuttig ist. Das Haus ist pink, die Dialoge verändern sich ein bisschen, genau, futter mal ein Croissant. Ja, ich weiß nicht, ich finde nur, man hätte das wie bei den neueren Teilen zusammen auf ein Modul packen können. Das ist so, als ob ich jetzt bei Pokémon nochmal eine zusätzliche Version rausbringen würde, wo man nur das Mädchen spielt. Klar, es gibt auch diese einige Veränderungen, aber ich weiß nicht. Kommt mir so ein bisschen unnötig vor. Ich finde das gut, dass wir bei den neueren Harvest Moon-Spielen immer gleich dir die Auswahl geben von Anfang an, ob du ein Junge oder ein Mädchen spielen möchtest. Wie in den alten Gameboy-Teilen, wie man gerade gesehen hat, aber ja, keine Ahnung. Bei der PlayStation-Fassung hat sich Netzoom einfach gesagt, aber eigentlich könnten wir doch noch ein bisschen mehr Geld verdienen, nicht? Ja. So, Junge, das Ernten dauert gerade. Moment, bei der Gelegenheit. Weil du immer nur einen Gegenstand tragen kannst. Ja, bei der Gelegenheit gehe ich nochmal schauen. Was stand da? 66, gut. Dann gehe ich gleich mal ein Stück Holz ernten, nachdem ich hiermit fertig bin. Und dann lässt sich das ja leicht überprüfen. Bist du schon wieder... Wie findet ihr das eigentlich so für die... was wolltest du gerade sagen? Sag du zuerst. Ich wollte nur wissen, wie hast du das jetzt so auf die Länge geplant mit dem Kommentieren von Harvest Moon? Du weißt ja bei mir, dass das Ganze sich immer wieder in Routinearbeit zur Routinearbeit entwickelt hat und dadurch, dass oftmals nicht mehr so interessant war, immer wieder das Gleiche zu kommentieren, deswegen habe ich mir dann immer Gesprächsthemen einfallen lassen. Hattest du sowas Ähnliches auch hier vor? Das auf jeden Fall. Oder wolltest du dich aufs Spiel beziehen? Nicht nur aufs Spiel beziehen, das kannst du in Harvest Moon nicht bringen. Eben. Einfach mal so plauschen, vielleicht mal gucken, wen ich hier und da mal als Gastkommentator nehmen kann. Mhm. Weil, ja, dich habe ich jetzt ja auch eingeladen, weil hat gerade gepasst. Ja, also von mir aus können wir das auch irgendwann nochmal machen, wenn du möchtest. Und vielleicht können ja auch die Zuschauer Gesprächsthemen vorschlagen oder so, oder dass wir uns selbst was einfallen lassen. Ja, meine sind da immer ganz besonders fleißig. Bitte? Meine sind da immer ganz besonders fleißig. Ja. Sind deine auch bestimmt, oder? Von Zeit zu Zeit. Huch, nein, das kann man nicht sagsten. So, wie viel haben wir jetzt? 72, ne, also gibt es 6 pro zerhacktes irgendwas. Also kann sich doch sehen lassen.
So, jetzt wieder fleißig gießen. Warte mal, jetzt konnten wir eben gar nicht lesen, wie viel Geld er uns gegeben hat für unseren Kram. Muss ich gleich nochmal schauen. Oh, das Gras ist auch schon ganz gut gewachsen. Hm. Hole ich mir, also ich glaube, 4 Grasfelder braucht man, um sich einen Huhn zu kaufen. Dann kann ich mir gleich das erste Viehzeug holen. Aber erstmal gehe ich nochmal im Holz hacken. Ne, halt das falsche Taste. Da war's. Hatte ich schon gefragt, womit du angefangen hattest, Harvest Moon? Bei mir war das so, ich weiß nicht, ich hatte das schon mal in einem Part erwähnt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich hatte ja damals meiner Großmutter meinen alten Game Boy Advance geschenkt und sie hatte sich dafür dann halt auch Spiele angeschafft und eins davon war Harvest Moon Friends of Mineral Town und das hatte ich dann damals bei ihr immer gespielt. Sie selbst hatte das Spiel, glaube ich, nicht verstanden. Und ja, Jahre später jetzt, inzwischen habe ich ja keinen Kontakt mehr zu meiner Großmutter, habe ich mir das Spiel selbst auch nochmal angeschafft und auch wieder gespielt und das ist eigentlich so bis heute wirklich mein Lieblingsteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so viele Harvest Moon Spiele gespielt habe, wie du jetzt zum Beispiel. Wer weiß, vielleicht wäre dann ein anderer Teil mein Lieblingsteil, aber mit denen hatte ich immer sehr viel Spaß. Es ist ja im Prinzip auch mein Lieblingsteil, also nur halt ich bevorzuge die PlayStation-Version. Ja, es ist ja ein Remake, wie du schon sagtest, ne? Halt nur auf den Game Advance angepasst. Ja, passt. So, jetzt gehen wir hier mal rein und schauen, wie viel Geld ich habe. Hallo. 80? Das finde ich aber merkwürdig. Hat er mir kein Geld gegeben, weil ich das vorhin übersprungen hatte? Das wäre natürlich total für den Hintern. Mein Kumpel hatte mir auch einmal erzählt, dass er damals, als er beim Bund war, hatte er auch die PlayStation 1 und den Game Boy Advance so mitgenommen. Und da hatten auch seine Bundfreunde hatten auch mit ihm Harvest Moon gespielt. Die Vorstellung finde ich irgendwie ganz witzig. 1200. So, was können wir denn hier noch ranschmeißen? Hier ist fertig. Aber Harvest Moon war schon immer so ein gutes Spiel so zum Entspannen, finde ich. Wenn man mal von der Musik der ersten Teile absieht. Ja, wenn man davon absieht. Ich finde Wonderful Life für ein Gamecube hatte aber sehr schöne Musik. Die späteren Teile haben alle wunderschöne, entspannende Musik. Ja. Nur halt die 16-Bit-Teile sind so ein nerviges Gequietsche, das glaubst du gar nicht. Das hätten sie schon besser machen können. Aber ich habe den Soundtrack trotzdem auf dem Computer. Ich weiß nicht wieso. Und der Gameboy kann's deutlich besser. Wenn man sich Link's Awakening anschaut, sind ein paar meiner Lieblingstracks der gesamten Zelda-Teile bei. Die Ballade des Windfischs, die. Ja, das ist sowieso so der Klassiker, ne? Oder hier Telltale Heights. Ja. Oracle of Seasons hatte wunderbare Musik. Oracle of Agents habe ich nicht ganz so viel gespielt, aber Seasons habe ich echt geliebt. Ich kann die beiden nie so wirklich auseinanderhalten, verwechsel die immer, deswegen ich weiß nur, dass ich einen habe und das ist Oracle of Rot. Das ist Seasons, da wo man die Jahreszeiten halt ändert. Ja, stimmt. Ich hatte beide mal eine Zeit lang. Also was heißt beide mal eine Zeit lang? Ich hatte zu unterschiedlichen Zeiten jeweils ein. Deswegen, okay. Ich habe beide mal gespielt, ich habe auch beide durchgehabt. Und dementsprechend kann ich das heute nicht mehr so ganz auseinanderhalten, weil ich weiß, wenn es eine Weile her ist, weiß ich nie, welchen ich eigentlich hatte. Aber sag mal jetzt, wo wir gerade so bei klassischen Spielerlebnissen sind, was ist denn deine älteste konkrete Spielerfahrung? Meinst du eins der ersten Spiele, die ich gespielt habe? Das ist die Erinnerung, die älteste Erinnerung, die du so hast. Also eine Sache, die ich niemals vergessen werde, ist für mich Zelda A Link to the Past, als ich das damals als Kind gespielt habe. Das ist für mich bis heute so eine der schönsten Spielerinnerungen gewesen. Ich weiß nicht, ich bin damals mit SNES aufgewachsen. Und ich weiß nicht, ich habe auch sowas wie Mario und so gespielt, aber der Unterschied ist einfach, bei Mario springst du ja von links nach rechts bis zum Ziel und Zelda, das war irgendwie, das hat mich total geflasht, dieses Erkunden der Spielwelt mit den verschiedenen Objekten und Charakteren zu interagieren. Die Sache ist, ich habe das als Kind, lass mich damals vielleicht 4 Jahre oder so gewesen sein,
habe ich noch nicht alles so verstanden. Ich habe das Spiel als Kind niemals durchgespielt. Ich konnte wahrscheinlich noch nicht mal richtig lesen. Aber trotzdem, das hat mir so viel Spaß gemacht, da irgendwie durch die verlorenen Wälder zu laufen. Und dann hat man da immer diesen Dieb gesehen, der einen bestohlen hat. Die oder die falschen Schwerter, die dann Link immer hochgehoben hat. Und ich habe mir dann so gedacht, hey, was passiert, wenn ich alle einsammle und sowas? Das war damals eine Riesenerfahrung für mich, irgendwie so, wie so ein Abenteuer halt, ne? Hm. Mit diesem falschen Schwert, das weiß ich noch, wie ich mich geärgert habe. Ich bin gleich hingegangen und hab's dem fiesen Dieb vor den Kopf geschmissen. War ich frustriert wie nix. Ja, also A Link to the Past, das, ich weiß nicht, ich finde auch, dass man als Kind Spiele ein bisschen anders erlebt als heute noch. Da ist immer noch diese jugendliche Begeisterung, ja, diese kindliche Begeisterung drin, falls du verstehst, was ich meine. Jugendlich wäre ja ein bisschen früh, ja. Ja. Meine älteste Spielerinnerung, also ich weiß, dass ich schon früher Spiele wie Sonic gespielt hatte und so weiter, aber da weiß ich nicht, wann das war und wo das war, aber für deine Ware gebe ich dir 560. Ach, dankeschön. Meine älteste wirklich direkte Spielerinnerung war für Lufia, direkt am Tag, einen Tag nachdem Mutter es geholt hatte. Sie hatte selber schon mal angefangen zu spielen, keine Holzstämme mehr da. Hatte selber schon mal angefangen zu spielen und zack, das hier brauchen wir. Und ich habe am nächsten Tag dann auch hinterher gespielt und sie hatte schon dieses eine Kapselmonster, den zweiten Verbündeten. Und ich wollte unbedingt wissen, wo sie den her hat. Und da meinte sie da links hinter den Wäldern. Und das Dorf, um das Dorf herum siehst du doch noch auf der Dorfkarte einen Wald. Und ich habe den Wald abgeklappert von dem Dorf. Und habe mich gewundert, dass ich das blöde Vieh nicht gefunden habe. Ja, das waren damals schon Zeiten. Du hast dann auch wahrscheinlich auch immer die Spiele gespielt, die deine Eltern gekauft haben, ne? Ja. Aber was ich auch oft gespielt habe als Kind, auch mit meinen Schwestern zusammen, war Mario Paint tatsächlich auf dem SNES. Ich weiß nicht, das ist zwar kein Spiel so in dem Sinne, aber ich finde das für Kinder eigentlich perfekt, so mit den Malen und mit Musik machen, den Stempeln, den Animationen, diesem Spiel, wo man die Fliegen zerklatschen muss und so. Du kennst das bestimmt, oder? Hm. Also das fand ich eigentlich auch ziemlich cool damals. Ja, wirklich so die meisten Sachen auf dem SNES bei mir als Kind. Und dann kam dann irgendwann der N64 ins Haus, ne? Das war dann auch der Sprung ins 3D, ne? Total geflasht. Ich weiß nicht, damals, als der N64 und PlayStation 1 aktuell waren, ich glaube, da haben wir uns auch noch gar nicht wirklich Gedanken gemacht, ob es jemals etwas Besseres geben wird, ne? Weil das war schon ein Riesending, finde ich. Das war es auf jeden Fall. Ich habe damals so die N64-Generation habe ich komplett verpennt. Ich glaube, auch ein GameCube habe ich mir erst zugelegt, nicht allzu lang bevor die Wii kam. Bei mir war es, als Kind muss ich mich entscheiden, ob PlayStation oder N64. Und damals war ich totaler Alien-Fan, wider Willen, wie ich sagen muss. Basiert auf einer Geschichte, da war ich zarte 10 Jahre alt und nachts im Fernsehen lief der Film Aliens. Ja. Und ich wollte ihn eigentlich überhaupt nicht sehen, der hat mich nicht die Bohne interessiert. Und dann kam Mutter und meinte, oh, ich möchte aber wissen, was mit dem Mädchen passiert. Du hast ja Aliens bestimmt schon mal gesehen. Teilweise, nicht ganz, um ehrlich zu sein. Da wird halt ein kleines Mädchen von fiesen Monstern entführt und Mutter wollte das unbedingt sehen und ich dachte, okay, bevor du dich ganz langweilst, schaust du halt mal mit. Und denn je mehr ich von dem Film geschaut hatte, desto begeisterter wurde ich davon. Und dann lief es halt darauf hinaus, dass ich mich total in das Franchise verliebt hatte. Ja. Und dann als ich gesehen hatte, dass für PlayStation das Spiel Alien Trilogie rauskam, war meine Entscheidung klar. Welche Konsole ins Haus muss, ne? Ja, ja. Und meine Mutter hatte sich dazu das Spiel Final Fantasy VII geholt. Oh. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich total über die Grafik von dem Spiel beäumelt, denn Final Fantasy VII sieht scheiße aus, kann man sagen, was man will. Ja, so wirklich auch noch im Vergleich zu Final Fantasy VIII und IX. Also ich muss sagen, Final Fantasy IX ist für die damalige Zeit echt so eins der schönsten Spiele, die ich kenne. Auch 8 sieht wunderbar aus. Ja. Aber 7 ist einfach Grütze, auch im Vergleich zu Final Fantasy 6 finde ich es hässlich. Oh, Final Fantasy 6, ey, fang mir damit nicht an, ich liebe das Spiel so abgrundtief. Ich finde zwar, dass die Geschichte besser sein könnte bei Final Fantasy 6, aber ansonsten so die Charaktere und die Spielwelt finde ich total klasse, aber bei 6 Final hast Fantasy du Kefka. Ja, Kefka, also Kefka ist klasse. Endlich mal ein Bösewicht, der nicht
Weißt du, was ich meine? Ich verstehe nicht, was alle so toll an Sephiroth finden. Ich weiß auch nicht, ich verstehe irgendwie nicht, warum er im allerletzten Kampf, Spoiler Alert, mit nacktem Oberkörper kämpft. Das finde ich bis heute seltsam. Fand ich ein bisschen lächerlich, aber mein Gott. Wem's gefällt. Ja, er ist halt dieser mit der tragischen Hintergrundgeschichte. Ja, total. Leute, es muss nicht alles Drama sein, um gut zu sein. Siehe Final Fantasy VII, das Spiel hätte auch den Nebentitel haben können, Bring on the Emos. Ja, mit Cloud, ne? Oh Gott. Was heißt Cloud? Das ganze Spiel, nenn mir einen, der keinen tragischen, dramatischen Hintergrund hat in dem Spiel. Sid vielleicht? Sid wollte in den Weltraum fliegen, aber dadurch, dass er das Leben seiner Freundin retten wollte, ist die Rakete abgestürzt und sein Traum wurde damit zerschlagen. Juffy? Oder wie man im Yuffie versucht ihr Heimatdorf zu retten, nachdem sie im Krieg unterlegen haben und das Dorf Wutai nur noch eine billige Touristenattraktion ist. Und sie ist eigentlich auch verzweifelt, wenn man so will. Aber diese eine Katze sieht ganz lustig aus. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Kate Sid, ja, aber Kate Sid ist, wieder mal Spoiler Alert, nur ein Roboter, der von Reeve gesteuert wird. Und Reeve ist ein hoher Shinra-Mitarbeiter, der aber auch total unglücklich mit seiner Position ist und gegen Shinra kämpft. Okay, ich gebe auf. Das ist Final Fantasy VII, es gibt keinen einzigen Charakter, der nicht so, ach, Drama, Drama, Drama. Ja. Deswegen. Hast schon recht. Deswegen liebe ich Final Fantasy V. Weil die. Oh ja. Da hast du das Gefühl, dass die Leute Spaß bei ihrer Reise haben. Die veräppeln sich permanent gegenseitig. Schubsen sich, beleidigen sich im Spaß, also jetzt nicht böses, ey du Arschloch oder so, sondern... Nicht so schlimm wie in der Version, die du mir mal geschickt hast. Nee, aber du weißt, was ich meine, die Leute haben einfach Spaß bei ihrer Reise, deswegen mag ich Final Fantasy IX auch so, es wirkt wirklich wie ein Abenteuer. Also, da müssen die Entwickler eigentlich immer so den Schnitt finden, ne? Den Spagat machen, das ist schon... Ja. Kann schon ein bisschen dramatisch sein, aber es soll nicht nur darauf ausgelegt sein, dass alles so traurig ist oder so, sondern soll auch ein bisschen was Fröhliches haben, ne? Ist klar. Obwohl im 7 kann ich es noch nachvollziehen. Hironobu Sakaguchi ist jedoch ein Name, oder? Ja. Dessen Mutter ist gestorben, ja, stimmt, zu der Zeit. Das hatte ich auch gehört, ja. Und das hat er mit Final Fantasy 7 verarbeitet, also es möge ihm verziehen sein. Und es ist auch ein gutes Spiel bei rausgekommen, da kannst du echt nicht meckern. Ja, es ist auch ein gutes Spiel, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich es teilweise ein bisschen overhyped finde. Also auf jeden Fall. Vor allem, wie Square Enix das teilweise hier vermarkten möchte. Ausschlachtet. Ich kann es verstehen auf der einen Seite, weil für viele Europäer und Amerikaner war es wahrscheinlich das erste RPG überhaupt. Oh, ein kleines Pony. Schön. Guten Morgen, Jack, ich bin es. Es scheint, als wäre dieses Pferd herrenlos. Kümmere dich um das Pferd und gib ihm einen Namen. Ja. Gib mal einen Namen. Franz. Passt nicht. Vier Buchstaben. Fanz. Bert. Ich nenne es jetzt Fanz. Okay. Oder Fran, wie aus die Dino. Die Dinos. War doch Fran, oder? Die Frau? Weißt du, wie lange das her ist, dass ich dich das gesehen habe? Vermutlich genauso lang wie bei mir. Aber ich sehe, ich glaube, nach dem Teil hier werde ich die Aufnahme erstmal beenden. Also nach dem Tag hier. Weil wir sind jetzt schon bei, wie weit? 50 Minuten und ich nehme wieder mit Camtasia 7 auf, da 8 ein kleines Problemchen hat derzeit wieder. Und 7 ist so, wenn du länger als eine Stunde aufnimmst und dann nach Stopp drückst, löscht der einfach die Aufnahme. Okay. Das ist scheiße. Ja, ist mir schon öfter passiert. Habe ich gerade mit einem Kumpel gespielt. Einen Film geschaut und wir machen das immer ziemlich glorreich. Also was wir dabei für Grütze reden und da haben wir uns gesagt, okay, nehmen wir das einfach mal auf. Und wir haben den Film Caligula geschaut. Also wer es kennt, weiß Bescheid. Wer es nicht kennt, sollte auch nicht googeln. Der Film ist echt krank. Seid froh, dass ihr ihn nicht kennt. Ich bin froh, dass ich nicht weiß, wie er geschrieben wird. Sonst hätte ich es jetzt gegoogelt. Gut. Wir haben uns dabei so beäumelt bei dem Film, nur und dann, der ging halt 2 Stunden und ja, dann war leider vorbei. Ja, das ist scheiße. Es ist immer toll, wenn solche Momente aufgenommen sind, ne? Wenn die da solche Späße gemacht hat oder so und man kann sich das später nochmal anschauen. Das ist immer toll bei Let's Plays, wenn dann so Momente festgehalten sind.
noch eine sehr frühe Videospielerinnerung von mir. Ich war bei Sonic 2 unendlich deprimiert. Die Wing Fortress Zone, sagt ihr die noch was? Nein. Meine Let's Plays zu Sonic 1 und 2 hast du auch noch nicht geschaut, oder? Ich glaube, ich hatte den ersten Teil, hatte ich ein bisschen geguckt, aber mehr auch nicht. Mhm. Nee, das... Okay, ich hoffe, ich darf mal ein bisschen spoilern. Ja, mach ruhig. In der Wing Fortress Zone Tails kennst du sicher, der stürzt ab in dem Spiel. Ja. Und für mich war die Wing Fortress Zone, also die, in die er abstürzt, immer die letzte, in die ich gekommen bin als kleines Kind. Ich hab's, Verzeihung, nie weiter geschafft. Und ich dachte immer, der ist tot. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Oh Gott, das tut mir mal echt leid. Das ist echt doof. Ich dachte, er wäre tot und ich hab... Kann ich eigentlich schon reiten? Nö. Ich glaube nicht, nein. Ich muss auch zugeben, ich habe die Sonic-Spiele nie so weit gespielt, weil ich einfach unheimlich schlecht da drin bin. Ich laufe gegen jede Wand und jeden Gegner. Wie viel Geld haben wir? 790. War der dritte Teil das, wo man Knuckles noch hatte? Nur als Feind, es sei denn, du hast Sonic 3 und Knuckles zusammengesteckt, dann konntest du ihn spielen in dem Spiel. Ach so. Konntest ihn spielen in dem Spiel. Ja, ich glaube, den dritten Teil, den hatte ich auch damals gespielt. Also wie gesagt, ich habe zwar auch die beiden Vorgänger mal angespielt, aber nie durch oder so. Wusstest du das? Weil ich einfach zu schlecht bin. Dass für den dritten Teil Michael Jackson die Musik gemacht hatte. Das habe ich auch gehört, aber ich glaube, sie hatten ihn nicht in den Credits erwähnt, weil zu der Zeit diese Sache aktuell war, wo Michael Jackson angeblich irgendwie ein Kind angefasst haben sollte. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwie so ein Skandal mit ihm war da. Ja. Ich meine, da habe ich zwar auch immer gerne drüber gewitzelt, aber ich meine, geglaubt habe ich es nicht. Sind nicht auch die Schuhe von Sonic nach dem Cover von irgendeinem Michael Jackson Album gemacht worden? Och, da fragst du mich zu viel. Das hatte ich irgendwie mal gehört, das können wir ja hier nach mal googeln. Können wir gerne machen. Ja, trink erstmal einen Schluck aus der Flasche. So, ne, die letzten 2 Minuten gehe ich nochmal Unkraut wegschmeißen. Und dann haben wir doch die erste Stunde schon mal gut rumgekriegt. Wo sind wir jetzt eigentlich im Spiel? Am 10. des ersten Jahres, also schon 10 Tage hinter uns von 90 in diesem Jahr. Haben eigentlich schon ganz gut was geschafft, beziehungsweise du, ich schau nur zu. Ja, mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt was wird. Wenn nicht, dann weine ich ganz bitterlich. Warum sollte sie nicht was werden? Na, falls irgendwas mit dem Ton nicht klappt oder dieses oder jenes, da kommen manchmal so komische Sachen. Weißt ja. Dann gibst du mir Bescheid und wir nehmen es nochmal auf. Und wenn es klappt, dann nehmen wir einfach vermutlich den nächsten Part auf, wenn du Bock hast, nochmal weiter mitzuschauen oder mitzukommentieren. Heute noch? Wahrscheinlich eher nicht. Aber du kannst mich jederzeit anschreiben, also nur Montag, Dienstag, Mittwochs kann ich vorerst nicht. Aber danach... Donnerstag, Freitag und Wochenende kann ich. Wunderbar, dann können wir es ja so machen. Von mir aus können wir auch morgen Abend direkt weiterspielen. Könnten wir eigentlich machen, eigentlich, ja. Ehrlich gesagt, so ein Nachtspieler bin. Ich setze mich immer nachts um 2, 3 hin und denke, oh, jetzt hast du Bock aufzunehmen. Das kann ich gut nachvollziehen, ja, aber ich bin meistens nachts zu müde. Habe ich aber früher auch gemacht. Ich auch, und deswegen ist es ein Wunder, dass ich die meisten Megaman-Teile so gut durchbekommen habe. Was ich mir auch richtig vorgenommen habe, jetzt für demnächst will ich Mega Man 1 nochmal spielen mit der Herausforderung, jedes Mal, wenn ich ein Leben verliere, muss ich was trinken. Ich werde so versagen bei den Wily Stages. Du wirst da ganz schön in der Ecke liegen, glaube ich. Das auch. Ich finde aber Mega Man ist nicht so schwer, wie viele Leute sagen. Also viele sagen, es wäre der schwerste Teil der ganzen Reihe. Ich weiß nicht, so schwer finde ich ihn auch. Ja. Gerade kommst du gerade noch richtig abgehackt rein. Oh, hat mir gerade angereicht. Ja, was soll, dann gehe ich jetzt einfach mal pennen und wir beenden die Aufnahme. Skype sagt schon, lass bleiben. Okay, höre ich auf Skype, jetzt haben wir auch genug Grünzeug weggeschmissen. Was meinst du, bekommst du noch ein Auf Wiedersehen hin? Schätze nicht. Na gut, huch, jetzt haben wir... Jetzt ist auch die Aufnahme gerade, nicht die Aufnahme, das Gespräch gerade beendet. Ich verabschiede mich mal in seinem Namen und meinen und sage bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zusehen.